Herbert Nitsch ist einer der erfolgreichsten Apnoe-Taucher der Welt. Das Tauchen ohne Sauerstoffgerät mit nur einem Atemzug ist die ganze Leidenschaft des Wieners. Der Ausnahmeathlet ist Weltrekordhalter in der Disziplin No Limits, der Königsklasse der Apnoe-Taucher. Hier tauchte er 214 Meter tief. Doch bei einem erneuten Weltrekordversuch erlitt Herbert Nitsch einen schweren Unfall. Das Hochhaus ist nicht ganz so hoch, wie ich tief getaucht bin. Komisch. Ja, die Balance war mein größtes Problem am Anfang, oder eines meiner Probleme. Da ich konnte kaum stehen, also geschweige denn gehen. Am 6. Juni 2012 änderte sich das Leben des 47-Jährigen von einem Tag auf den anderen. Auf Santorin wollte er wieder einen Weltrekord knacken. Beim Interview am Vormittag war der Apnoe-Taucher damals noch voller Zuversicht. Also ich bin der Erste, der so eine Tiefe angeht. Und überhaupt war auch niemand auf 214 Meter außer mir. Also dieser Rekordversuch ist der erste von geplanten 3 Rekordversuchen. Eben jetzt 800 Fuß, der nächste dann auf 900 und dann schlussendlich hoffentlich die 1000 Fuß. Wobei es natürlich nicht sicher ist, ob ich wirklich bis dahin komme, weil ich muss erst schauen, wie weit geht's, wie weit kann ich, was ist mir möglich. Wochenlang hat sich das Team rund um Herbert Nitsch auf den Weltrekord vorbereitet. Mit einem Schlitten wurde der Freitaucher in die Tiefe gezogen. Sein Ziel, über 300 Meter tief zu tauchen. In mehreren Abständen hielten sich Sicherheitstaucher am Seil auf, um bei Komplikationen schnell reagieren zu können. Herberts Freund Peter de Hueber war als ausgebildeter Sanitäter damals auf Santorin mit dabei. Ich habe damit gerechnet, dass was passiert. Das ist auch Teil meines Jobs gewesen, damit zu rechnen. Wir haben Tage vorher geübt, was ist, wenn. Beim Weg aus 253 Metern Tiefe zurück passierte es. Herbert Nitsch ist zwischen 1,80 Meter und 24 eingeschlafen. Also ich war darauf vorbereitet und da schalte ich dann eigentlich um und dann mache ich das, was zu tun ist. Die Sicherheitstaucher haben Herbert Nitsch ohne geplanten Dekompressionsstopp an die Oberfläche gebracht. Der Stickstoff im Körper dehnte sich aus. Instinktiv wollte Herbert Nitsch zur Dekompression sofort wieder untertauchen. Mehrere Minuten blieb er dann noch unter Wasser, was ihm das Überleben sicherte. Hätte er nicht so schnell reagiert, dann wäre er wohl nicht mehr am Leben. Der Extremsportler erlitt trotzdem im Nachhinein mehrere Schlaganfälle. Ja, das war der Moment, wo ich dann realisiert habe, dass doch ein Schaden bleiben wird. Ne? Also es war für mich eigentlich der erste Moment, wo es mir dann nicht mehr wirklich gut gegangen ist. Bis dahin habe ich mir gedacht, Herbert, der schafft das schon, der wird wieder. Ne? Da ist mir dann schlecht geworden. Also. Ich kann mich daran überhaupt nicht erinnern. Ja, ne, sehr froh. Herbert Nitsch wurde sofort in eine Klinik gebracht, wo er in einer Dekompressionskammer stabilisiert wurde. Die Schäden waren aber nicht mehr reparabel. Er konnte nicht mehr gehen, hatte massive Sprachstörungen. Die rechte Körperhälfte war schwer beeinträchtigt. Einen Moment gab es, wo der Arzt rausgekommen ist und gesagt hat, er kommt nicht mehr zu Bewusstsein. Und sie haben mich dann reingeholt und er lag wirklich komplett bewusstlos dort. Und sie haben mich gebeten, ihn wieder aufzuwecken, was mir ganz kurzzeitig gelungen ist. Weißt du, wo wir sind? Wir sind im Spital. Ja, weißt du das? Ja. Wir sind im Spital. Ja. Herbert Nitsch erlitt bei einem Tauchunfall mehrere Schlaganfälle. Er lag im Koma. Als er wieder aufwachte, war sein Langzeitgedächtnis wie ausgelöscht. Auch das Kurzzeitgedächtnis war extrem beeinträchtigt. Es war auch sehr lustig, dir alle 15 Minuten alles zu erzählen. Ja. Das war nach einiger Zeit schon richtig witzig, weil ich schon gewusst habe, was du antworten wirst. Und ich bin dann immer besser geworden. Ich bin dann immer besser geworden und habe da dann in 3-4 Minuten schon alles ganz genau erklären können. Tauchgang war okay. Weltrekord war okay. Und nachher bist du bewusstlos geworden.
nach dem Tauchgang? Kurz nach meinem Unfall eigentlich, da habe ich gehört, wie die Prognose nicht so gut war. Sprich, ein Rollstuhlpatient zu bleiben. Und ja, mein Gedächtnis bleibt auch so, wie es ist, also sehr, sehr schlecht. Also kurzes Gedächtnis war mit Goldfisch. Dann, wie ich das realisiert habe, dass mir so vieles fehlt, da war ich kurz davor, das Handtuch zu werfen. Der Balkon von dem Krankenhaus war im Seitenstock von meinem Zimmer. Und meine Idee war, darunter zu springen. Und ich dachte, das kann ins Auge gehen. Zu Hause hier, im 96. Stock, ist es viel sicherer. Die Prognose der Ärzte war vernichtend. Nicht nur für den Sportler selbst, sondern für sein gesamtes Umfeld. Also wirklich, wirklich frustriert war ich dann, wie ich gesehen habe im Rehabzentrum, dass es immer noch so ist. Es ist zwar besser, aber immer noch so. Und ich habe dann lange überlegt, habe ich mit ihm beratschlagt. Er hat aber nicht ins Wasser dürfen. Ne? Das war meine erste Idee, geh mal wieder ins Wasser, das hat er nicht dürfen. Und ja, ich weiß nicht, ob man es da sagen darf, wir sind dann trotzdem da. Und das war sehr gut. Und vor allem im Wasser eben Sachen zu machen, man braucht sich aufpassen, dass man umfällt und so weiter. Abgesehen davon, die Koordination im Wasser lag mir einfach mehr. Und ja, die Koordination von meiner rechten Hand zum Beispiel im Wasser ist nicht so wichtig, weil ich kann auch Kulturgesten machen mit der linken Hand. Und für ein Tempo oder so zum Steuern unter Wasser reicht das allemal. Also das ist nicht rein physiologisch, was er da mitbringt. Das ist auch ein sehr starkes mentales Können, das er hier hat. Danach wieder so auf die Beine zu kommen, ja, das, auch da hätte ich wahrscheinlich versagt. Ne? Ich wäre frustriert. Ich hätte es wahrscheinlich gar nicht probiert. Ich wäre im Rollstuhl. Und er ist aufgestanden und hat gesagt, nein, geh jetzt. Wir zeigen die Bilder von Herbert Nitschs Unfall und seinem langen und schwierigen Weg zurück mit dem Mentaltrainer Günther Spiesberger. Er kommt selbst aus dem Leistungssport, coacht Spitzensportler, Führungskräfte, aber auch Menschen in Lebenskrisen. Wir haben immer zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, uns aufzugeben. Im Schicksal, in diesem schweren Unfall, und das geht dann relativ schnell, dass wir immer tiefer mental runterfallen, oder eben auf der anderen Seite diesen Schicksalsschlag anzunehmen, zuzulassen, Ziele zu setzen. Bemerkenswert beim Herbert sicher seine Konsequenz. Wie er daran arbeitet, was man fast immer bei Sportlern sieht, die schwer verletzt waren, dass die sehr klar mit Zielen arbeiten, das Ziel nicht mehr aus den Augen verlieren, auf wenig andere hören, sondern ja, auf sich selbst horchen, auf das Innere horchen und eben dann aus früheren Jahren Techniken haben, wo Dinge machbar sind, eben, die für den Normalsterblichen nicht vorstellbar sind. Mühsam kämpfte sich Herbert Nitsch zurück. Gegen den Willen der Ärzte setzte er Medikamente ab und verließ verfrüht die Reha-Klinik. Es war der Fortschritt am Beginn natürlich viel schneller. Schneller unter Anführungszeichen geht es immer langsam geworden und nahe dem Stillstand gekommen ist. Ob es wirklich besser wird, das weiß ich nicht. Ich arbeite sowohl auch daran, aber es geht mir schon insoweit so gut, dass mein Tauchen eigentlich genauso gut geht wie vorher. Nur an Land geht es mir nach wie vor, merke ich schon Einschränkungen da, bei der Balance, Koordination und Artikulation. Herbert Nitsch hat bei einem Tauchunfall mehrere Schlaganfälle erlitten, lag im Koma und konnte danach mehrere Monate nicht gehen. Der Extremtaucher kämpfte sich mühsam zurück ins Leben. Heute hat er eine Therapiestunde bei Physiotherapeut Roman Pallesitz. Was hat jetzt für dich wirklich, was sagst, das hat am meisten gebracht? Das ist das, was man wieder zurückgebracht hat? Eigentlich bewusst Alltagsleben. Okay. Bewusst Sachen machen, wie früher zu Beginn bei der Reha, dass alles abgenommen wird, dass man nur die Übungen macht und nicht den Alltag. Und man macht im Alltag so viele Sachen, dass... Also heißt, fokussierter durchs Leben gehen quasi, kann man das so sagen?
Ja. Okay. Also ich bin total überrascht, dass wer nach multiplen Schlaganfällen so dermaßen gut beieinander sein kann. Also was jetzt Kraft und auch die Wahrnehmung und alles betrifft. Und das war spannend zu sehen. Also er musste schon ganz schön viel gearbeitet haben. Und sonst ist das gar nicht möglich. Ne? Herbert Nitschs Diagnose war ein Leben im Rollstuhl. Damit wollte sich der ehemalige Berufspilot aber nicht abfinden und hat die Klinik auf eigenen Wunsch verlassen. Es waren die Ärzte alle gegen mich. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn alle das meinen, ich soll dort bleiben, ist da vielleicht was dran. Aber ich habe eine Plus-Minus-Liste geführt für Pro und Contra dort bleiben und die im Handy abgespeichert, weil ich selber mein Gedächtnis war so kurz, dass ich mir das nicht gemerkt hätte sonst, sondern Pro-Kontra-Liste geführt am Handy und dann beschlossen habe, okay, ich mache das selber. Ich habe gemerkt, dass ich mir sehr helfe mit der visuellen. Also wenn ich sehe, wenn ich mich auf Wach fokussiere, ist Balance viel besser und in den Finstern ist die Balance sehr schlecht. Ja, weil du wirst es ziemlich gut gelernt haben, als Sportler sowieso schneller als alle anderen, dass du die Balance und das vestibuläre System, Gleichgewichtsorgan, Augen und Ohren gemeinsam gekoppelt. Und bei dir, wenn jetzt die Bogengänge ein bisschen abgenommen haben, dann wirst du sehr viel kompensieren mit den Augen. Genau, ja. Das Gleichgewichtsgefühl des 47-Jährigen ist noch eingeschränkt. Mithilfe einer speziellen Übung soll es heute verbessert werden. Du schaust, wie geht's da dabei? Merkst du das? Okay. Mir geht's euch sehr schlecht eigentlich. Gut, zweites, anderes Bein. Mir geht meistens noch schlechter. Okay. Was wir jetzt machen ist, wir die Augen schließen, den Kopf nach rechts drehen, langsam zurück. Nach rechts, langsam zurück. Und das sechsmal. Sechsmal genügt. Du lernst in einem Jahr halt einen kleinen Schritt und im nächsten Jahr wieder einen kleinen Schritt. Und die meisten, fast alle, ich würde sagen 99%, pfeifen dann irgendwann drauf. Und da sieht man einfach, was möglich ist, wenn man nicht drauf pfeift. Na, da würde ich jetzt aber. Möchte jetzt nicht beeinflussen, aber da würde ich schon sagen, dass du besser stehst. Ne? Ja. Okay. Als nächstes muss Herbert Nitsch in den sogenannten Space Curl. Das Gerät wird besonders bei neurologischen Erkrankungen eingesetzt und soll die Koordination und das Gleichgewicht trainieren. Und jetzt am Anfang schauen wir einfach mal, dass du spielst mit dem Ding. Das heißt, wenn du vorgehst, geht das Gerät nach vor. Gehst du nach hinten mit dem Oberkörper, geht das Gerät nach hinten. Gehst du nach links, geht's nach links, gehst du nach rechts, geht's nach rechts. Wenn du Hilfe brauchst, bitte schreien, dann können wir die Musik auf dran. So, genau. Wenn das schlecht wird, sonst irgendwas, bitte sagen. Wenn du Hilfe brauchst, zum Stehen bleiben. Okay. Alles okay? Ja. Yeah. Was du jetzt gezeigt hast mit der Kontrolle, mit den Saltos, mit den Angasen und so, das ist wirklich eine Sensation. Vor allem nach zwei Schlaganfällen ist das wirklich. Aber irgendwann, hab ich noch nicht gesehen. Wenn es zu schnell wird, dann wird sie die Kontrolle schwieriger. Natürlich wird es schwieriger, aber das war schon sehr, sehr, sehr schnell. Aber auch das lernt man. Aber normalerweise kommt man gar nicht auf dieses Tempo. Also das, was wir jetzt hier gemacht haben, das haben wir eigentlich noch nie gemacht mit multiplen Schlaganfallpatienten. Weil normalerweise einfach die Situation viel, viel schwieriger sich gestaltet. Also da muss wirklich was Besonderes passiert sein im positiven Sinne, dass er sich so regeneriert hat. Apnoe-Taucher Herbert Nitsch fühlt sich im Wasser wohler als am Land. Deshalb trainiert er schon wieder seine Lunge und das Zwerchfell für die nächsten Tauchgänge. Ich werde jetzt eine Übung machen, um das Zwerchfell zu stretchen. Einerseits, dass es maximal größer werden kann, die Lunge, und andererseits aber auch kleiner werden kann, was wichtig ist für den Druckausgleich in der Tiefe. Und zusätzlich noch den Brustkorb Flexibilität steigern, das sind auch Maximalvolumen und Minimalvolumen, wenn die Luft zusammengedrückt wird. Also der Weg zurück war sehr lange und sehr nervierend. Und ich bin ja so gesehen vielleicht ungeduldig sehr gewesen, dass es einfach zu langsam war. Aber ich war gewohnt, dass alles schnell geht und wir leben auf der Überholspur vielleicht sogar.
Und dann zurückgebremst werden auf Schneckentempo. Das war mental sicherlich sehr, sehr schwierig. 2 Jahre nach dem Unfall, der ihn fast das Leben kostete, ist der Freediving-Weltmeister wieder tauchen gegangen. Und mittlerweile zeigt die Tauchuhr auch wieder 3-stellige Zahlen an.